Kollege Dr. Franz Josef Jung für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Dagdelen, wenn man Ihre Ausführungen hier hört, dann muss man schon deutlich sagen, dass erstens das die Angriffe gegenüber der Bundesregierung mit Nachdruck zurückgewiesen werden müssen und zweitens Sie offensichtlich völlig vergessen haben, dass auf dem Balkan Massenvergewaltigungen, Massenhinrichtungen, eine Situation entstanden ist, kriegerische Auseinandersetzungen, die ohne durch das Eingreifen der NATO und damit auch unserer Bundeswehr nicht wieder zur Stabilität und Frieden geführt hätten. Und deshalb reden wir heute über das KFOR-Mandat und die Verlängerung des KFOR-Mandats, um weiterhin eine Stabilisierung und friedliche Entwicklung im Balkan und konkret hier im Kosovo zu ermöglichen. Und meine Damen und Herren, es liegt auch in unserem Sicherheitsinteresse, wenn sich die Region weiter stabilisiert, wenn die Länder in ihrer Entwicklung zur Europäischen Union von uns unterstützt werden, wenn wir vermeiden, dass Konflikte entsprechend neu ausbrechen. Und da kann ich nur das unterstreichen, was auch Herr Erler gesagt hat, die Provokation beispielsweise mit dem Zug. Kosovo ist Serbien. Das muss im Nachdruck in Zukunft unterbleiben, weil dies nur zusätzliche Konflikte schürt und nicht zu einer friedlichen, stabilisierenden Entwicklung in Kosovo beiträgt. Und meine Damen und Herren, es ist zutreffend. Seit 18 Jahren ist KFOR auch mit unseren Soldatinnen und Soldaten im Kosovo engagiert. Und meine Damen und Herren, es ist so, dass mittlerweile die kosovarischen Sicherheitskräfte in der Lage sind, Sicherheit herzustellen, beispielsweise bei Großdemonstrationen oder gewaltsamen Ausschreitungen. KFOR stellt heute eine Rückversicherung dar, falls die Lage wieder instabil werden sollte. Hier denke ich insbesondere auch an das Nordkosovo. Aber wir müssen auch sehen, dass die Stabilisierungserfolge doch dazu geführt haben, dass ursprünglich von 50.000 Soldatinnen und Soldaten, die im Kosovo waren, davon immerhin 6.440 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, das mittlerweile reduziert wurde auf insgesamt 4.400, davon 550 Bundeswehrsoldaten. Und deshalb können wir auch jetzt das Mandat von 1.350 auf 800 zurückführen. Aber ich denke, es bleibt unser Ziel, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um auch dieses Mandat zu einem guten Abschluss zu führen. Und dazu gehört, dass weiterhin die Normalisierung der Beziehungen mit Serbien entsprechend unterstützt wird, sodass alle Bürger des Kosovo in Frieden und in sicheren Grenzen leben können. Kosovo muss ein stabiler, multiethnischer Staat sein, in dem alle Minderheiten, auch die Serben, in Frieden und Freiheit gleichberechtigt leben können. Und meine Damen und Herren, ich denke, es braucht dazu auch wieder einen neuen Impuls. Es ist wahr, dass die illegalen serbischen Doppelstrukturen bei Justiz und Sicherheit abgebaut worden sind, dass hier auch beispielsweise die Brücke in Mitrovica wieder geöffnet wurde. Aber es bedarf noch des serbischen Gemeindeverbandes, was auch von kosovarischer Seite jetzt ermöglicht werden muss, um hier eine weitere stabile und friedliche Entwicklung im Kosovo zu bewirken. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, nach den Wahlen ist noch nicht klar, wie die neue Regierung aussieht. Aber eins muss auch klar sein, dass der Normalisierungsprozess weiter intensiviert wird, dass die Rechtsstaatlichkeit vorangebracht wird, dass organisierte Kriminalität und Korruption bekämpft wird und dass auch der Kampf gegen IS hier entsprechend im Kosovo intensiviert wird, weil das Voraussetzung ist für eine zukünftige positive auch wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für eine stabile und friedliche Entwicklung in dieser Region. Und dafür wollen wir mit KFOR und auch gerade mit unseren Soldatinnen und Soldaten diesen Prozess intensiv unterstützen. Und meine Damen und Herren, im Wahlkampf, und das wurde angesprochen, sind verschiedene Dinge
artikuliert worden. Ich glaube, eins muss man sehr deutlich sehen. Eine Forderung zur Schaffung von Großalbanien ist genau das Gegenteil von dem, was friedliche Entwicklung und Stabilisierung bedeutet. Und deshalb müssen solche Forderungen in Zukunft unterbleiben und möglichst schnell vom Tisch, weil dies zu keiner positiven Entwicklung im Kosovo führen wird. Und meine Damen und Herren, es gefährdet eine friedliche und europäische Entwicklung. Und deshalb, glaube ich, bleibt der Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten hier notwendig. Und meine Damen und Herren, ich denke, man muss auch deutlich machen, und ich habe die Zahlen gerade noch einmal in Erinnerung gerufen, welchen Beitrag dort unsere Soldatinnen und Soldaten geleistet haben. Im Übrigen auch, das gehört auch zu einer solchen Debatte, wo Soldatinnen und Soldaten ihr Leben gelassen haben, um sich für eine friedliche Entwicklung einzusetzen. Und deshalb, glaube ich, gehört es auch dazu, im Rahmen dieser Debatte unseren Soldatinnen und Soldaten zu danken für diesen Einsatz, den sie für Frieden und Stabilität im Kosovo geleistet haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da dies auch meine letzte Rede im Deutschen Bundestag sein wird, will ich nur drei Bemerkungen noch machen. Ich habe meine Abgeordnetentätigkeit, wenn ich Kreis, Land und Bund zusammenzähle, von 45 Jahren immer mit großer Freude und auch Engagement wahrgenommen. Ich bedanke mich für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, auch für die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich will hinzufügen, ich glaube, unser System der repräsentativen parlamentarischen Demokratie hat sich bewährt in Deutschland und sollte auch in Zukunft weiterhin unser Prinzip des Parlamentarismus in Deutschland bleiben. Meine Damen und Herren, ich sage auch, dass ich gerne meine Regierungsfunktion sowohl in Hessen als auch im Bund wahrgenommen habe. Am liebsten, das gebe ich zu, das Amt des Verteidigungsministers. Mir war es immer ein Herzensanliegen, mich für unsere Soldatinnen und Soldaten einzusetzen. Und meine Damen und Herren, ich habe das gerade zum Kosovo erlebt. Es gibt keinen Berufsstand, der schwört, dass er das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer verteidigt. Das heißt, bis zum Einsatz seines Lebens. Und deshalb, glaube ich, leisten unsere Soldatinnen und Soldaten hier einen wichtigen Dienst für unsere Sicherheit, für eine friedliche Entwicklung. Und deshalb, glaube ich, haben Sie auch unsere Unterstützung und unseren Dank verdient. Und meine Damen und Herren, einen dritten Punkt möchte ich gerne ansprechen. Zum Höhepunkt meines politischen Lebens gehört, dass wir die Einheit unseres Vaterlandes in Frieden und Freiheit, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde, erreichen konnten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, unter der Verantwortung und Führung unseres damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit, konnten wir dies erreichen. Und ich bin dankbar, dass ich damals die ersten Kontakte zu Reformkräften der Ost-CDU, dass ich mitgründen durfte, die Allianz für Deutschland, dass ich die erste Großveranstaltung von Helmut Kohl mit 160.000 Bürgerinnen und Bürgern in Erfurt mitorganisieren durfte. Und meine Damen und Herren, wenn die Allianz für Deutschland am 18. März nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre der 3. Oktober 1990 so nicht erfolgt. Das ist meine felsenfeste Überzeugung, und dafür bin ich umso mehr dankbar. Und gerade am heutigen Tag verneige ich mich deshalb in Verehrung und Dankbarkeit vor diesem großen europäischen und deutschen Staatsmann Helmut Kohl. Und meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich allerdings auch meiner Familie danken. Meine Frau
ohne die all das so nicht möglich gewesen wäre. Deshalb mein herzlichen Dank und alles Gute dem Deutschen Bundestag. Besten Dank. Alles Gute auf dem weiteren Weg, aber wir fahren in der Debatte fort. Und das Wort hat die Kollegin Marie-Louise.